Ja, einen schönen guten Abend oder gute Nacht. Ich bin jetzt wirklich verleitet, auf Herrn Ferlemann direkt einzugehen. Das werde ich aber nicht tun, weil ich nur 4 Minuten habe. Und ich möchte noch mal deutlich machen, dass ein gutes Nachtzugnetz in Europa eine entspannte Alternative zum stressigen und umweltschädlichen Fliegen wäre und dass die Politik dieses Thema viel zu lange verschlafen hat. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch der Journalist und Bahnexperte Thomas Wüpper, der sich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt hat. Und es sagen auch Millionen Reisende, die nämlich tatsächlich Nachtzüge, und zwar mit Schlaf- und Liegewagen, sehr, sehr gerne benutzen und benutzen würden, wenn es sie denn gäbe. Im besten Fall macht man sich nämlich abends ganz entspannt im Zug lang. Um die Zeit schläft man schon, spart die Kosten für eine Nacht im Hotel und kommt am nächsten Morgen ausgeschlafen und pünktlich mitten in der Stadt, in der man sein möchte, an und nicht irgendwo JWD in einem Airport. Und dazu kommt das berechtigte Gefühl, dass man mit dieser Bahnreise die Umwelt und das Klima wesentlich weniger belastet hat, weil Abgase und Lärm eben beim Fliegen wirklich ein Riesenproblem sind. Nun sieht die Lage aber leider so aus, dass die Deutsche Bahn AG im Dezember 2016 ihren letzten Nachtzug eingestellt hat. Die Deutsche Bahn AG hat diesen Komfort den Reisenden entzogen. Und das, obwohl dieses Angebot laut Bahnvorstand Berthold Huber mit einem Fahrgastzuwachs von 30% im Jahr 2015 aufwarten konnte. Also das ist schon mal irgendwie eine kuriose Geschichte. Sie haben es gerade gesagt, die österreichische Bundesbahn, die ÖBB, fährt, übernimmt einige Verbindungen und baut andere aus. Wir können nach Wien, nach Salzburg, Rom, Mailand und Venedig fahren, nach Zürich und demnächst auch nach Kroatien. Aber es gibt keine Nachtzugverbindung nach Warschau, nicht nach Paris, nicht nach Kopenhagen, nicht nach Prag, nicht nach Bratislava, nicht nach Amsterdam. Überall dort gibt es Initiativen von Reisenden, von Bahnfreundinnen und Freunden für die Wiederherstellung dieser Nachtzugverbindungen. Es gibt einen Bedarf auch von vielen jungen Leuten, die nämlich wirklich ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass man Alternativen braucht zur klimazerstörerischen Herumfliegerei. Und es hätte natürlich jede Menge Möglichkeiten gegeben für eine Politik auf der Höhe der Zeit, um dieses Nachtzugsegment zu unterstützen. Da muss man nicht sozusagen dirigistisch dem Bahnvorstand Vorschriften machen, aber selbstverständlich kann man auf die Bahn einwirken. Das haben Sie ja jetzt auch mit dem Antrag der Großen Koalition quasi an die Bundesregierung als Auftrag gegeben. Und das hätten Sie aber vor 3 Jahren machen müssen, als das Thema auf die Tagesordnung kam. Und ich will noch mal daran erinnern, dass wir im März 2015 die Anhörung hatten, wo Sie sich dann auch tatsächlich darüber haben aufklären lassen von den Sachverständigen, dass Nachtzüge eben nicht out und von gestern und keiner will sie mehr sind, sondern ein wichtiger Teil des Angebots auf der Schiene. Und da wurde festgelegt und hoch und heilig versprochen in der nachfolgenden Debatte, auch vom Kollegen Dont, ich habe das Zitat mir noch mal rausgesucht, dass es auf keinen Fall dazu kommen würde, dass die Deutsche Bahn AG sich komplett aus diesem Segment zurückzieht. Im Gegenteil, man wäre in enger Abstimmung mit der Bahn für ein neues Konzept. Dieses Konzept hat die Bahn sozusagen verkündet, als sie im Dezember 2016 mit der pressewirksamen Aktion Klimazug zum Klimagipfel nach Kopenhagen gleichzeitig verkündet hat, Ende aus. Wir ziehen uns komplett zurück. Also Sie lassen sich da auf der Nase rumtanzen und unterstützen einen Bahnvorstand, der wirklich fantasielos ist an dieser Stelle. Sie hätten zum Beispiel Investitionszuschüsse geben können. Sie haben das Automobilunternehmen Porsche mit 360 Millionen Euro dabei unterstützt, auf der IAA einen Elektro-Porsche zu präsentieren. Warum haben Sie dann nicht 30 Millionen übrig, um die Deutsche Bahn zu befähigen, neue Nachtzüge anzuschaffen? Das war ein Argument, warum Sie gesagt haben, das lohnt sich für uns nicht. Wir haben eine tolle internationale Kampagne erlebt und erleben sie immer noch. Menschen überall und
eben auch ganz viele in Deutschland. 38.000 haben die Petition unterschrieben. Die Betriebsräte haben sich massiv eingebracht. Und ich möchte an der Stelle noch mal sagen, diejenigen, die das Thema überhaupt auf die Tagesordnung gebracht haben, dass wir uns damit beschäftigen, dass Journalisten, Künstlerinnen, Künstler, Professoren, alle möglichen Leute sich damit identifizieren und sagen, wir wollen diese Reisekultur, den Anstoß dafür haben die Betriebsräte aus diesem Bahnsegment gegeben. Und das sind dieselben, die jetzt wirklich schäbig behandelt werden vom Bahnkonzern, immer noch nicht eine ordentliche Alternativbeschäftigung haben. Und ich finde, das ist wirklich auch eine Aufgabe dieses Hauses, sich darum zu kümmern, dass diese Leute nicht auf der Strecke bleiben. Frau Kollegin Leidig, jetzt muss ich Sie wirklich bitten, Schluss machen. Danke. Nächste Rednerin ist Kirsten.